Near Replicant Version 1.2247 und so weiter oder einfach Near Replicant, wie ich es von nun an nennen werde, ist wie ein Geschenk für mich. Was zunächst wie ein schlichtes Grafik- und Kampfsystem-Update wirkte, entpuppt sich als Generalüberholung des Ursprungsspiels, die all die Ambitionen nun umzusetzen scheint, die vor 10 Jahren noch dem kleinen Budget zum Opfer fielen. Gleichzeitig bekommen Spieler außerhalb Japans das erste Mal die Möglichkeit, mit dem jugendlichen Protagonisten die ursprüngliche Vision Yokotaros zu erleben. Das ist nur einer von vielen Aspekten, die dieses Projekt für mich so spannend machten. Während ein Großteil der Zwischensequenzen Shot-für-Shot-Remakes des Originals darstellen, ist das Spiel trotzdem durchzogen von kleinen und großen Änderungen. Sämtliche Dialoge wurden neu übersetzt und eingesprochen, Keiichi Okabe persönlich überarbeitete den Soundtrack, die Hauptquests wurden erweitert und zahlreiche zusätzliche Zwischensequenzen vertiefen die Beziehungen zwischen den Charakteren. Ein bisschen Nervosität konnte ich mir dann nicht verkneifen. Schließlich gehören die phänomenale Übersetzung des Lokalisierungsstudios 8-4, die englischen Sprecher rund um Liam O'Brien und Laura Bailey und der unglaubliche Soundtrack zu den größten Stärken des Originals. Glücklicherweise schien sich aber auch Square Enix darüber bewusst gewesen zu sein. Die Originalsprecher sind genauso wieder dabei wie 8-4, statt grober Änderungen gibt es Anpassungen im Detail. Kaine fluchte bereits im Original, als gäbe es kein Morgen, und nun flucht sie halt noch ein bisschen mehr. And then I'm going to walk over to you and very carefully extend my hand, reach into your chest and pull out your fucking heart. And then I'm going to slowly walk over to you, cram my hand inside your goddamn bitch-ass chest and pull out your fucking heart. In einem Interview mit Vice erzählte 8-4-Gründer John Ricciardi davon, wie Square Enix sie beim Release des Originals noch darum bat, einige Dialoge ein bisschen zu entschärfen. Mehr als 5 Millionen verkaufte Einheiten von Nier Automata scheint Square Enix und allen Beteiligten nun aber genug Selbstvertrauen gegeben zu haben, damit sie ihre Vision kompromisslos und selbstbewusst umsetzen können. Und dazu gehören dann auch so Details wie das leidenschaftlich gerollte R, immer wenn Liam O'Brien als Grimoire Weiss seinen eigenen Namen ausspricht. I am Grimoire Weiss. My very name brings kingdoms to their knees. Grimoire Weiss? Kaine, bitte, was ist los? Ja gut, ich denke bereits seit über 10 Jahren über das Nier-Universum nach und versinke alle paar Monate in Drakengard-Wikis. Da kann man schon einmal vergessen, dass es nicht jedem so geht. Deswegen als kurze Einführung. Nier erschien 2010 in Japan in zwei unterschiedlichen Versionen, als Nier Replicant für die PS3 und als Nier Gestalt für die Xbox 360. Die beiden Versionen unterscheiden sich im Kern nur in einem Detail, dem Hauptcharakter, dem ich zwar einen eigenen Namen geben kann, der aber kanonisch wenig überraschend Nier heißt. In Replicant ist Nier der jugendliche Bruder des Mädchens Yona, in Gestalt der 40-jährige Vater. Die Charakterisierung dieser beiden Figuren unterscheidet sich zwar genauso wie einige der Dialoge, die Geschichte und die Cutscenes insgesamt sind aber größtenteils identisch. Im Westen erschien ausschließlich Nier Gestalt unter dem simplen Namen Nier, während Nier Replicant Japan exklusiv blieb. Nun ist es umgekehrt. Im Remake ist nun ausschließlich der junge Bruder spielbar. Papa Nier findet, abgesehen von einem kleinen Easter Egg, keinerlei Erwähnung mehr. Sorry. Felt like I was dreaming or something. Und das war dann auch schon einer der vielen Punkte, die dieses Remake für mich so interessant machten. Ich liebe Papa Nier. Ein älterer, dezent ruppiger, nicht besonders hübscher Hauptcharakter ist in einem japanischen Rollenspiel eine nahezu einzigartige Erscheinung. Dank Jameson Price großartiger Synchronstimme konnte Nier das Spiel und der Charakter so ohne viel Arbeit eine ganz eigene Identität für sich erschaffen, die es bereits nach wenigen Minuten merklich von anderen Spielen des Genres zu unterscheiden wusste. Es tat mir in der Seele weh, diesen Charakter im Remake einfach zu verlieren. Wusste gleichzeitig aber auch, dass Yokotaro und sein Team ihn einst nur erschufen, weil Square Enix sie aus Marketinggründen dazu aufforderte. Der junge Nier ist der Charakter, den Yokotaro erschaffen wollte und für den diese gesamte Geschichte geschrieben wurde. Also war ich gerne bereit, meine Skepsis beiseite zu schieben und sie durch Neugierde zu ersetzen. Und
das hat sich gelohnt. Denn Near Replicants Geschichte gewinnt durch die Inklusion von Bruder Near tatsächlich viele Facetten, ohne aber wirklich welche zu verlieren. Im Laufe des Spiels vergehen einige Jahre, was bei Near Gestalt zwar zu einer leichten optischen Veränderung des Hauptcharakters führte, mehr aber eigentlich auch nicht. Ganz anders in Near Replicant. Zu Beginn ist Near noch der typischste aller JRPG-Charaktere. Naiv optimistisch blickt er mit strahlenden Augen auf eine Welt voller Gefahren, die nur so darauf warten, von ihm besiegt zu werden. Immer die Rettung seiner schwerkranken Schwester Yona vor Augen. Hier könnte der Unterschied zu Papa Near kaum größer sein. Auch dieser legt noch einen gewissen Grundoptimismus an den Tag, der aber gar nichts im Vergleich zu Bruder Nears überbordender Naivität ist. So kommt es dann auch, dass dieser kurze Dialog hier aus Near Gestalt damals vollständig herausgeschnitten wurde. You can't possibly believe their mother managed to fight her way down here. Or for that matter, that she has been collecting scrap metal for a solid week. Open your eyes, lad. The woman is clearly... She's alive. Miracles don't happen if you don't believe in them, okay? Miracles. Es ist nur ein Beispiel von vielen kleinen Änderungen, das aber wunderbar für den Unterschied zwischen Bruder und Papa Near steht. Zumindest am Anfang. Dieser Unterschied war für mich zunächst nur schwer zu schlucken. Und doch halte ich ihn für extrem wichtig. Und er ist einer der zentralen Gründe dafür, wieso mir der junge Near nun tatsächlich noch deutlich besser gefällt. Ohne zu viel zu verraten, in Near gibt es einen Zeitsprung, währenddessen sich der junge Near ganz grundsätzlich verändert. Während Papa Near im Großen und Ganzen der gleiche Charakter bleibt, spiele ich in Near Replicant eigentlich zwei unterschiedliche Figuren. Zunächst einen Teenager, dann einen jungen Erwachsenen, der sich nicht nur optisch, sondern auch charakterlich stark verändert hat und ab der Mitte des Spiels sogar von einem anderen Synchronsprecher mit tieferer Stimme vertont wird. Diese Entwicklung ging in Near Gestalt nahezu vollständig verloren. Dass Near am Anfang des Spiels regelmäßig für Augenrollen sorgt mit Kommentaren, die so auch Sora in Kingdom Hearts hätte sagen können, ja, das ist der ganze Punkt. Yoko Taro konfrontiert einen typischen JRPG-Protagonisten mit einer Realität, die nicht funktioniert, wie die typischer JRPG-Welten, und lässt ihn daran wachsen. Dabei tappt Near Replicant aber nicht in die Falle, seinen Hauptcharakter von einem Extrem ins nächste schwanken zu lassen. Auch der etwas ältere Near ist noch immer eine freundliche, im Kern positive Person, die aber nun einen deutlich dunkleren, von Rachegelüsten getriebenen Kern hat. Rachegelüste, die ich als Spieler wunderbar nachvollziehen kann und die seine Charakterentwicklung dank der vielen Zeit, die wir mit ihm als Happy-Go-Lucky Teen verbracht haben, nur noch nachvollziehbarer machen. Yoko Taros Spiele tendieren durchaus zur Epik. Selten geht es um weniger als das Schicksal der Menschheit oder die Zerstörung der uns bekannten Welt. Zumindest auf den ersten Blick. Denn obwohl im Hintergrund oft die Zerstörung der Menschheit droht, geht es doch eigentlich um etwas anderes. Die Charaktere und ihre Reise zu sich selbst. Egal ob JRPG-Protagonist eingebildetes Zaubererbuch oder unschuldiger blinder Junge. Keine von Niers Hauptfiguren ist am Ende noch die gleiche Person, die sie zu Beginn war. In Nier steht zwar das Schicksal der Welt auf dem Spiel, aber auf dem Spiel steht Nier. Und um den geht es dann auch. Der Plot mit diesen größten aller Bedrohungen ist unterhaltsam und hält einige wunderbare Twists parat, ist am Ende aber nicht mehr als das Vehikel, das die Hauptcharaktere auf dem Weg ihrer Selbstfindung von A nach B fährt. Und was für eine Reise das ist. Es wäre unendlich schade, dieses so endlos faszinierende Spiel aus Angst vor Spoilern unanalysiert und nur grob umschrieben zurückzulassen. Deswegen gibt's nun fix das spoilerfreie Kurzreview für die, die Near Replicant noch selbst erleben möchten. Das Remake verpasst dem steifen Kampfsystem des Originals eine Automata-Frischzellenkur und fühlt sich dadurch auf spielerischer Ebene mehr wie das 2017er Sequel als das Originalspiel an. Das Gegnerverhältnis erhalten und die Bosse wurden aber nicht merklich verändert, weshalb schnell klar wird, dass die Kämpfe noch exakt genauso eintönig und einfach sind, wie sie es bereits vor 10 Jahren waren. Dank der besseren Animationen und des deutlich erhöhten Spieltempos fühlt sich jeder Kampf so zwar unmittelbar deutlich besser an, viel mehr Spieltiefe bekommt das Remake dadurch aber auch nicht. Es reicht aber völlig als spielmechanische Ausrede, die euch durch eine unendlich interessante Spielwelt führt, in der Dutzende faszinierende
Charaktere ihr Unwesen treiben und von euch wahlweise angequatscht, gerettet oder getötet werden wollen. Backtracking müsst ihr dabei genauso aushalten wie spielerisch austauschbare Sidequests, die dafür aber immer wieder, ihr habt es bereits erraten, mit tollen und überraschenden erzählerischen Momenten aufwarten können. Ist Nier Replicant das beste Spiel aller Zeiten? Nein, natürlich nicht. Solltet ihr es spielen, damit ihr versteht, wieso Nier Replicant trotzdem das beste Spiel aller Zeiten ist? Ja. Natürlich, denn um das zu verstehen, um Nier wertschätzen zu können, ist es völlig unerlässlich, das Spiel in seiner Gesamtheit zu betrachten. Und deswegen möchte ich jetzt genau das machen. Deswegen Spoiler-Alarm. Von jetzt an packe ich alles auf den Tisch. Yoko Taro und Square Enix haben mir mit diesem Remake die völlig unerwartete Ausrede gegeben, Nier tagesaktuell durchzuanalysieren. Und ich sage euch, diese Chance lasse ich garantiert nicht ungenutzt. Also, noch einmal, von jetzt an werde ich keinerlei Rücksicht mehr auf Spoiler nehmen. Okay? Okay. Meine Liebe zu Nier ist mittlerweile wohl allseits bekannt, aber ich würde lügen, wenn ich behaupten würde, dass das am Plot dieses Spieles liegt. In einem meiner Kingdom Hearts 2 Videotagebücher habe ich es als Witz präsentiert, aber im Kern stimmte es. Als stichpunktartige Zusammenfassung teilt sich Nier Replicant verdammt viele Gemeinsamkeiten mit Kingdom Hearts. Die Geschichte rund um Seelen, die ihren Körper verlieren und Körpern, die selbstständig zu denken beginnen, gleicht sich in diesen Aspekten auf fast schon beängstigende Art und Weise. Sie belegt aber auch, wie unwichtig diese Aspekte eigentlich sind. Es geht nicht darum, was passiert, sondern wie es passiert und wie es erzählt wird. Der Konflikt zwischen den Ursprungsmenschen, den Gestalts und ihren leeren Hüllen, den Replicants, funktioniert nur wegen den Charakteren so gut, die an diesem Konflikt beteiligt sind. Dieses Remake macht das deutlicher denn je, indem es im ganzen Spiel und über mehrere Playthroughs verteilt neue Szenen hinzufügt. Der Kernplot wurde im 2010er Original nie so richtig ausführlich erklärt. Die meisten Details gab es über Ladebildschirme und optional lesbare Dokumente, die man aber so kurz vor dem Finale bekam, dass man sie auch sehr einfach übersehen konnte. Gestalts sind die ursprünglichen Menschen, Replicants ihre Körper, zu denen sie eigentlich zurückkehren sollten, und der Shadowlord dient als Originalgestalt dazu, die Gestalts von dem Wahnsinn zu bewahren. Das sind so die Eckpunkte, die einigermaßen klar werden. Wieso diese Teilung von Körper und Seele aber nötig wurde, wie man das angestellt hat und was generell so passiert ist in den über 1000 Jahren zwischen Nier Replicants Intro und dem Hauptspiel, das kann man beim Spielen so gut wie unmöglich verstehen. Ein Jahrzehnt später, in dem Dutzende Kurzgeschichten und Interviews ganze Wikis mit Details zu allen möglichen Aspekten der Hintergrundgeschichte füllen, kann man diesen Aspekt sehr leicht vergessen. Das White Chlorination Syndrome, Legion, Red Eyes, all das sind Begriffe, die der Spieler im besten Falle mal völlig nebenbei und kontextlos in einem Ladebildschirm zu sehen bekommt. Nier Replicant hat aber herzlich wenig Interesse daran, all diese zerstückelten Informationen zu einem verständlichen Ganzen zu formen. Und das bleibt auch bei diesem Remake so. Denn die neuen Sequenzen geben nur in den seltensten Fällen neue Details zum Plotpreis. In der überwältigenden Mehrheit geht es stattdessen, wie könnte es anders sein, um die Charaktere. Etwa, wenn Emil und Kaine gemeinsam an einem Lagerfeuer sitzen und Kaine über ihre Vergangenheit spricht. Hey, so, why don't you tell me something about yourself? I'm not very interesting. Sorry. Come on. I just want to know you better. Please? Fine. This all happened when I was a kid. Before the whole shade possession thing. My body is different. And when the villagers found out about it, they started treating me like a freak. Keine der Figuren in Nier Replicant versteht die Welt, in der sie leben. Alles, was sie haben, sind die Menschen, die sie lieben, und alles, was sie tun, lässt sich auf diese Menschen zurückführen. Yoko Taro war schon immer daran interessiert, eine Parallele zwischen den Gefühlen und Aktionen seiner Hauptfiguren und den SpielerInnen aufzubauen. Was Nier fühlt und denkt, das soll auch ich fühlen und denken. Nicht nur Nier fühlt und verhält sich in der ersten Hälfte des ersten Spieldurchgangs so, als wäre er der typische Protagonist einer ebenso typischen JRPG,
RPG-Welt. Auch mir als Spieler geht es so. Während ich mit Nier durch die Weltgeschichte sprinte, Nebenaufgaben löse und mit den versiegelten Versen einer Reihe von völlig austauschbaren MacGuffins hinterherjage, habe ich keinerlei Zweifel daran, dass dieses Abenteuer schließlich dazu führen wird, dass ich Niers Schwester Yona von ihrer Krankheit befreien kann. Genauso wie Nier selbst. You can save Yona, Vice. Heck, maybe you can save the whole world. Die Ignoranz der Figuren gegenüber den größeren Zusammenhängen in der Welt von Nier Replicant ist essentiell wichtig für ihre Erzählung. Würde jeder Charakter mit jedem anderen Charakter einfach sprechen können, seine Motivation aufzählen und Wünsche nennen, würde wohl nichts von alledem passieren, was in Nier Replicant so vor sich geht. Diese Geschichte ist eine Geschichte von Missverständnissen, eine Geschichte über fehlende Kommunikation und der Verurteilung des Fremden. Und das ändert sich auch bis zum Ende des Spieles nicht. Was in den vergangenen knapp 1500 Jahren in dieser Welt passiert ist, ist für Nier, Kaine und Emil völlig unmöglich zu erfassen oder zu verstehen. Selbst wenn sie es wollten, was sie nicht tun, sind diese Ereignisse zu widersprüchlich und komplex, als dass sie zu irgendwas anderem als noch mehr Verwirrung führen könnten. Und deswegen wird eben auch mit zahlreichen neuen Szenen nicht versucht, die große Plotkeule zu schwingen und jede Frage aufzuklären. Stattdessen geht es um das, worum es auch den Figuren geht, ihren Beziehungen zueinander, den Gründen, wieso sie diese Reise überhaupt antreten. Und ich bin unendlich glücklich darüber. Im Gegensatz zum Original wurde für das Remake fast jede Dialogzeile vertont. Ich schwebte also sowieso schon im siebten Himmel, weil ich so viel mehr von Grimoire Weiss, Kaine und Co. zu hören bekam. Diese neuen Szenen waren mehr, als ich mir je hätte erträumen können. Zu sehen, wie Emil und Kaine entspannt dasitzen und über Gott und die Welt schwadronieren, um sich besser kennenzulernen, das erfüllte mich mit purer Freude, mehr als jede Erklärung zu einem Plotpunkt es jemals könnte. Denn diese Beziehungen stellten schon immer den Kern von Nier dar und nie wurden sie besser dargestellt als in diesem Remake. Statt als eine große, zusammenhängende Geschichte erzählt sich Nier mehr über eine Ansammlung von voneinander unabhängigen Kurzgeschichten. Der mysteriöse Wald mit seinen schlafenden Bewohnern, der von Rache zerfressende Jugendliche im Junkheap und der Konflikt zwischen den Wölfen und Bewohnern von Fassad haben so ziemlich nichts miteinander zu tun und werden lediglich durch die erwähnte Jagd nach unterschiedlichen MacGuffins miteinander verbunden. Da passt dann auch die neue Hauptquest in Seafront wunderbar zu. Auf einem scheinbar verlassenen Schiffswrack findet der Postbote der idyllischen Küstenstadt einen Shade, der es sich zum Ziel gesetzt hat, zu einem Menschen zu werden. Oder zu dem, was er als Mensch fehlinterpretiert. Mit seinem extrem tragischen Kern und der von fehlender Kommunikation und Missverständnis geprägten Geschichte fügt sich diese gesamte Sequenz wunderbar in den Rest des Spiels ein und kann gleichzeitig auch noch mit einem der besten und am beeindruckendsten inszenierten Bosskämpfe des ganzen Spieles auf. Warten. Herausgeschnitten wurde unterdessen, abgesehen von dem alten Hauptcharakter, gar nichts. Und das ist für mich überraschender, als man zunächst annehmen könnte. Denn Nier war nur so durchsetzt mit langweiligen Nebenquests, mit Backtracking, wiederholten Bossen und dem Ablaufen der immer gleichen Gebiete. Das ist selbstverständlich auch den Entwicklern nicht entgangen, wird Grimoire Weiss doch nie müde zu erklären, für was für eine absolute Zeitverschwendung er diese ganzen Eskapaden hält. Ich muss betonen, allein das hat mich persönlich schon immer an der Stange gehalten. Lampshading nennt man es, wenn ein Medium bewusst auf eigene Unzulänglichkeiten hinweist, um etwaige Kritik an ihnen vorwegzunehmen. Nur weil Grimoire Weiss anspricht, dass das, was ich da gerade mache, ganz schön langweilig und sinnlos ist, ändert es aber nichts daran, dass ich als Spieler trotzdem diese langweiligen und sinnlosen Aktivitäten durchführen muss. Und trotzdem habe ich im Remake fast 50 Stunden damit verbracht, alle Nebenquests zu erfüllen, alle Gespräche zu führen und generell jede einzelne Aktivität abzuhaken, völlig egal wie stumpfsinnig.
Das hat zwei Gründe. Zunächst einmal belohnen mich viele der Nebenquests mit Gesprächen, insbesondere zwischen Grimoire Weiss und Nier, die deren zu Beginn noch völlig unterschiedliche Weltanschauungen aufeinanderprallen lassen. Auf der einen Seite der immer hilfsbereite Rollenspielprotagonist, der zu keiner Aufgabe Nein sagen kann, auf der anderen Seite der genervte Spieler in Form von Weiss, der einfach nicht fassen kann, dass man jetzt zum vierten Mal von Seafront nach Niers Dorf und zurückrennen soll. What a headache. What is? We've not the time to worry about random bandits. Look, the temple is really important to the masked people. Then perhaps they should go inside and protect it themselves. Quit being difficult, Vice. You know there are rules about that. And thus my headache. Stop bitching and get moving. Diese Gespräche sind ein essentieller Bestandteil der Charakterentwicklung dieser beiden Figuren und ich würde sie unter keinen Umständen missen wollen. Der zweite Grund entwächst aus dem hervorragenden Worldbuilding des restlichen Spieles. Ich würde absolut jede Ausrede annehmen, um mehr Zeit in der Welt von Nier zu verbringen. Der unerreichte Soundtrack, die Bewohner- und Hintergrundgeschichte dieser Welt bringen mich dazu, so viele Stunden wie nur möglich in den Schuhen von Nier verbringen zu wollen. Und wenn das bedeutet, stundenlang an verschiedenen Ufern zu stehen, um seltene Fische zu fangen, ja, dann ist das halt so. Der gute Wille, den das Spiel sich an anderer Stelle unmittelbar mit seinen Dialogen und seiner Inszenierung aufbaut, hat einen indirekten Effekt auf alle Teile der Spielerfahrung. Unter anderem eben auch auf die auf den ersten Blick so nervtötend langweiligen Nebenaufgaben. Diese spielmechanische Monotonie gewinnt in den folgenden Playthroughs nach dem ersten Ende aber noch mehr an Bedeutung. Nach den Credits transportiert mich das Spiel wieder an den Beginn der zweiten Spielhälfte, unmittelbar nach dem Timeskip. Im Kern mache ich das gleiche nochmal. Dieses Mal geben mir aber zahlreiche Cutscenes einen Einblick in die Motivationen und Hintergründe der vorher namenlosen Shade-Bosse. Bewusst wird an dieser Stelle die eigentlich so wichtige Verbindung zwischen Spielerin und Hauptcharakter gekappt. Während Nier noch immer von Rache besessen so viele Shades wie nur möglich umbringen möchte, erfahre ich als Spieler, dass diese Wesen oft unschuldige Leidtragende von Konflikten sind, für die sie selbst gar nicht so viel können. Aber eine spielerische Konsequenz ergibt sich daraus nicht. Mir bleibt nichts anderes übrig, als den Shade und seinen Roboter umzubringen, obwohl ich als Spieler nun weiß, dass es sich bei ihm um ein einsames Menschenkind handelt, dessen Roboter nichts anderes will, als ihn zu beschützen. Nach dem Freischalten von Ende B passiert das Ganze noch einmal. Im Gegensatz zum Originalspiel gibt's nun auch in Route C einige neue Elemente, die sich aber ausschließlich mit Emil, Kaine, Devola und Popola beschäftigen. Die Shades bleiben die verzweifelten Überreste der Menschheit, die ich nun mit geübter Hand in Akkordarbeit nun zum dritten Mal abschlachte. Wenn ich einen Speicherpunkt lade, kann ich für Ende D einfach die finale Stunde noch einmal wiederholen, aber auch das heißt, erneut die Shade-Tänzer töten, während diese mich verzweifelt davon abhalten wollen, ihre Kinder und mit dem Shadow Lord ihren Beschützer umzubringen. Ein in diesem Remake völlig neues Ende E zwingt mich anschließend dazu, einen großen Teil der ersten Hälfte des Spiels dann nochmal zu spielen. Seit dem Ende des ersten Spieldurchgangs wissen wir, wie sinnlos das Vorhaben von Nier, Kaine und Co. eigentlich ist. Der Tod des Shadow Lords besiegelt gleichzeitig den Untergang der Menschheit, ihre Feinde sind nichts anderes als Menschen, die verzweifelt zu überleben versuchen. Nachdem mir das Spiel so ausdrücklich vorträgt, dass all das, was ich bisher tat, nicht nur völlig sinnlos war, sondern dass ich dafür auch unbeschreibliches Leid über zahllose Menschen gebracht habe, verlangt es von mir, dass ich all das noch einmal tue. Und nochmal und nochmal. Die Sache ist, selbst wenn Nier wüsste, was für Wesen er da gerade umbringt und dass er die gesamte Menschheit sowohl Gestalt als auch Replicants dem Untergang weiht, er würde immer noch genauso handeln. Denn die Alternative wäre, den wichtigsten Mensch in seinem Leben einfach aufzugeben und Yona zurückzulassen. Es besteht kein Zweifel daran, dass das für ihn keine Option ist. Genauso wenig, wie es für mich eine Option als Spieler ist, die anderen Enden einfach zu ignorieren. Wie der Hauptcharakter schnetzel auch ich mich durch die Gegnerwellen und stumpfe nach dem ersten Schock in Route B, danach immer weiter ab. Egal wie sehr ich bei Route B noch über das Schicksal einzelner Figuren geweint habe, egal wie schockiert ich über einige der Offenbarungen war, ich lasse das alles noch einmal über mich ergehen, wieder und wieder, weil die Alternative, nichts zu tun, eigentlich keine ist. Weder für mich, noch für den Protagonisten.
Umso bezeichnender ist es, dass die Enden C und D nicht etwa mit Wendungen aufwarten, die den Figuren einen unerwarteten Ausweg aus der ganzen Situation bieten. Es wird alles nur noch schlimmer. Während Nier es gelingt, Yona in Ende A und B erfolgreich zu retten und Kaine sich von der Gruppe schlicht verabschiedet, wird Kaine in Ende C und D von dem Shade übernommen, der in ihr lebt, und verliert ihren Verstand. Nach einem finalen Bosskampf habe ich als Spieler die Wahl. Töte ich Kaine oder opfere ich Niers Existenz, um die von Kaine zu retten? Entscheide ich mich für zweitere Option, warnt mich das Spiel wieder und wieder vor den Konsequenzen. Alle meine Speicherstände werden gelöscht. Nicht nur die Existenz des Protagonisten in dieser Welt wird ausgelöscht, auch meine eigene. Meine Hingabe, mein wiederholtes Durchspielen wird nicht mit der plötzlichen Rettung der Welt belohnt, sondern mit dem Tod eines weiteren Hauptcharakters. Ich hätte ja nach Ending A einfach aufhören und glücklich sein können. Are you crying? Yeah, I guess I am. It's like I just found something special. Something very special. Was zunächst wie das schlechteste aller möglichen Enden scheint, fühlt sich im Spiel selbst seltsamerweise fast wie ein Happy End an. Das ganze Spiel über versuchte Nier einerseits Kaine davon zu überzeugen, dass ihr Leben wert hat, und andererseits Yona aus den Fängen des Shadow Lords zu befreien. Mit diesem finalen Opfer gelingt ihm beides. Kaine und Yona leben und können sich zwar nicht mehr an ihr erinnern, fühlen aber, dass da mal etwas war, das sie jetzt miteinander verbindet. Kaine verlässt nicht einfach alleine den Raum, sondern bleibt bei Yona. Dass sich Kaine in Ende A und B wieder lossagt von Nier und Yona, wirkt im direkten Vergleich wie ein deutlich traurigeres Schicksal. Sind es doch die Menschen und ihre Beziehungen, die im Zentrum von allem stehen, was in Nier passiert. Und dann kam Ende E. Im Originalspiel war es das. Nachdem ich meinen Spielstand gelöscht habe, kann ich noch einmal ein neues Spiel starten, um die ganze Reise von vorn zu beginnen. Weitere Veränderungen gibt es aber nicht. Zunächst scheint es im Remake genauso zu sein. Ich spiele das erste Mal seit langer Zeit wieder durch die erste Hälfte der Geschichte, skippe fleißig sämtliche Zwischensequenzen, bis das plötzlich nicht mehr funktioniert. Kaine, over here! Don't give up! You're stronger than that! Don't you dare give up now! This woman is more trouble than she's worth. That's it! Come on! Ende E ist nicht einfach nur eine neue Zwischensequenz, es ist eine völlig neue, etwa eine stundenlange Spielsequenz, in der ich 3 Jahre nach den Ereignissen von Ende D in die für Kämpfe höchst unpraktischen Schuhe von Kaine schlüpfe. Holy shit. Kein alternativer Pfad, sondern ein Mini-Sequel zu dem Nier, das ich seit 10 Jahren kenne. Als Kaine durch die Northern Plains zu rennen und Shade zu bekämpfen, fühlte sich nach all den Jahren, in denen ich das gesamte Spiel in- und auswendig lernte, geradezu surreal an. Ich spiele Nier Replicant als Kaine im Jahre 2021. Was zum Teufel? Und das war erst der Anfang. Im Forest of Myth betrete ich den im Hauptspiel nur angeteaserten Supercomputer, der die Erinnerungen der Menschheit zu hosten und verwalten scheint, auf der Suche nach der verlorenen Erinnerungen an Nier selbst. Ich kämpfe mich durch völlig neue Areale gegen neu designte Robotergegner und bemerke, wie sich die ganze Ästhetik des Spiels schleichend wandelt. Bis aus Nier Replicant plötzlich Nier Automata wird. Shit horse! Just die already!
am I? Den Ausflug ins Digitale nutzt Nier Replicant als Liebeserklärung an und offensichtliche Referenz zu Nier Automata. Und wenn es das gewesen wäre, dann wäre es cool und mindblowing und großartig gewesen. Aber das war es natürlich nicht, denn Yoko Taro hat sich noch nie mit simplem Fanservice zufrieden gegeben. Seit 10 Jahren begleitet mich dieses Spiel auf irgendeine Art und Weise. 2010, als ich als Hobbyredakteur vergeblich versuchte, dem Spiel seine verdiente Aufmerksamkeit bei den kleinen Game of the Year Awards der Seite, für die ich schrieb, zukommen zu lassen. 2013, als wir das Spiel bei Time to 3 starteten und ich im Zuge der Drakengard 3 Ankündigung bei Giga Games darüber schreiben durfte. 2015, als das Sequel angekündigt wurde. Und seitdem sowieso pausenlos in diversen Podcasts, Livestreams und Videos. Und in all dieser Zeit habe ich mich daran gewöhnt, dass ich über etwas Vergangenes, etwas Abgeschlossenes spreche, das keine große Chance hat, jemals wiederzukehren. Ironischerweise hat der unglaubliche Erfolg von Nier Automata diese Vermutung noch bestärkt. Nier war von jetzt an, da war ich mir sicher, Automata. Wieso sollte eine Firma groß in Nier Replicant investieren, den Flop, den niemanden so richtig interessierte, wenn man doch auf der anderen Seite mit 2B und A2 so einfach vermarktbare Videospiel-Popstars hatte? Der Erfolg des auf viele Arten so anderen Sequels ließ das Original auf eine seltsame Art noch mehr in den Hintergrund rücken. Ich war mir sicher, wenn jemand Nier erwähnen würde, dann würde er damit für immer die Abenteuer von 2B, 9S und A2 meinen. Das wäre auch okay so gewesen. Mit Ende E gelingt Kaine das Unmögliche. Sie bringt Nier den Charakter und mit ihm meinen Spielstand zurück zum Leben. Und genau das gleiche gelingt Yoko Taro mit Nier dem Spiel. Eine verblassende Erinnerung wird nicht nur erneuert, sondern zu neuem Leben erweckt. Mit einem neuen Ende, das alles, was vorher kam, rekontextualisiert. Kaine reißt die Kontrolle an sich, ist nicht zufrieden damit, dass jemand anderes ihr Schicksal für sie entscheidet. Sie will mit Nier zusammen sein und deshalb wird sie mit Nier zusammen sein. Alles andere ist egal. Alles, was Kaine und Co. in Nier Replicant erlebt und getan haben, war sinnlos. Die Menschheit wird sterben. Sie haben diese Entwicklung nur noch beschleunigt und endgültig besiegelt. Je mehr ich versuche, das zu ändern, desto mehr Hauptcharaktere verliere ich. Dieses Ende E ist der exakte Gegenentwurf dazu. Zurückgehen und versuchen, die Vergangenheit zu ändern? Neue parallele Routen entdecken? Wieso? Wen interessiert es, ob die Welt untergeht oder nicht? Das war nie der Punkt. Der Punkt für Nia, Kaine, Weiss und Emil war es immer, mit den Menschen zusammen zu sein, die sie lieben. Und mit diesem Ende bekommen sie endlich genau das. Die Welt mag irgendwann untergehen, aber für die vier Hauptcharaktere, die ich lieben gelernt habe, ist es trotzdem das größtmögliche Happy End. Our journey may have been meaningless. Our past may have been a mistake. But we're not going back. Even if this world comes to an end. Because this is the world with the people we cherish. Genauso wie für mich. Während ich Kaine in der abschließenden CG-Cutscene den wiedergeborenen Nier umarmen sah, konnte ich nicht anders, als mich selbst in dieser Geschichte gespiegelt zu sehen. Nach so vielen Jahren war es nun tatsächlich passiert. Nier wurde wiederbelebt. Ein Kunstwerk, das für so viele Emotionen bei mir gesorgt hat, bei dem ich so viel Zeit und Energie damit verbracht habe, es anderen Leuten näher zu bringen. Es bekam nun endgültig die Aufmerksamkeit, die ich ihm immer gewünscht habe. Und ich sah, wie die Figuren, deren tragisches, zweckloses Hadern mit dem Schicksal 10 Jahre lang immer unweigerlich mit ihrem eigenen Tod oder Scheitern endete, sich erfolgreich gegen dieses ehemals unabwendbare Ende auflehnten. Selten gab es ein Happy End, das so ungeahnt, so unmöglich war. Für die Charaktere, für die Entwickler und ein bisschen auch für mich.
So this is a replicant's potential. Hey, don't come. Gotta go back home. Don't come. Shut up, shut up, shut up! I already made up my mind. Nobody tells me what to do. I swore I would be a sword. I swore that I would be your sword. Do you hear me? So I am going to get you back, and I don't care what it takes. Who the fuck do you think you are to just up and disappear like that, huh? I'm the one who gets to decide what my life means to me. It's my life, and I'll do whatever I want with it. So quit wasting time like a brainless fuckwit and get your ass back here now! Route.E präsentiert unendlich viel Material, um die Hintergrundgeschichte und mögliche Zukunft der Nier- und Drakengard-Serie stundenlang durchzuanalysieren. In welchem Zusammenhang stehen die beiden kindlichen Antagonisten mit 2B und 9S, deren Synchronsprecher sie teilen? Bedeutet Kainés Status als Singularität, dass sie mit der Wiederbelebung von Nier womöglich eine völlig neue Timeline erschaffen hat, die ein neues Nier-Sequel aufgreifen könnte? Haben die Robokids einen Zugang in die Welt von Drakengard? Hat das Auftauchen der gigantischen Blume tatsächlich eine an Drakengard angelehnte Bedeutung oder ist es einfach eine Blume, weil das halt eine nette Referenz darstellt? So viele Fragen, die beantwortet werden wollen. Aber daran habe ich ehrlich gesagt gar nicht so viel Interesse, weil die Hintergrundgeschichte für mich eben nur das Vehikel ist, das mir den Zugang zum Kern der Spiele eröffnet. Und mir deshalb eigentlich nicht so wichtig ist, ob nun Aliens die Erde erobern, ob tausende Babys mit Zähnen vom Himmel regnen oder eine gigantische Blume mit einem Lied die Welt bedroht. Für uns ist es sowieso unmöglich vorauszusehen, was Yokotaro als nächstes vorhat. Das sollten so Sequels wie Drakengard 3 und Nier Automata endgültig bewiesen haben. Anstatt also darüber zu spekulieren, was kommt, möchte ich vielmehr das genießen, was ich da gerade bekommen habe. Ein verdientes Happy End. Ein Gefühl, dass die Charaktere, die Entwickler und Fans nach 10 Jahren alle das bekamen, was sie sich schon immer verdient hätten. Und damit irgendwie auch so etwas Ähnliches wie einen Abschluss.